Da ich kein passendes Pre-Intro gefunden habe, möchte ich mich einfach mal mega bedanken, dass wir auf dem Video Danke einfach hält 100 Likes geschafft haben. Yo Leute, herzlich willkommen zur 5. Folge Top YouTuber, Top Designer, Top Motion Designer. Ich habe mir wieder einen Top YouTuber, Top Motion Designer und Top Designer rausgesucht und ich würde sagen, ich laber nicht viel und fange direkt an mit dem Top YouTuber. Der Top YouTuber der Woche ist der liebe Pixel Perfection. Ich hoffe, man spricht den Namen so richtig aus und ich kann sagen, was mir an ihm mega gut gefällt, sind seine Thumbnails, sein Banner, seine Beschreibung, seine Audios mega gut bearbeitet. Seine Videos ergibt sich vorm Video, gerade bei diesem Endergames Video. Ich habe mir das ganze Video komplett angeguckt. So krass gut bearbeitet. Und seine, wie auch seine URC-Highlights und so weiter, sind echt ziemlich, ziemlich heftig. Und ich würde sagen, ich gebe euch jetzt mal 2 Minuten seiner Videos, mal heute ein bisschen länger, weil er es echt verdient hat. Macht bei ihm mal die 400 Abos voll und ich würde sagen, dann, ja, bis gleich. Ender Games. Ein Spielmodus, welchen uns ungespielt seine Zeit ans Herz legte. Eine Ära, von der niemand ein Ende zu erahnen vermochte. Voll Glanz und Glorie in der Gommelobby. Doch alles hat seine Zeit. Die Zahl der Schilder sinkt. Die Zahl der Spieler sinkt. Das Interesse sinkt. Der Spielmodus Endergames ist an einen Tiefpunkt angelangt, aus der ihn fast niemand retten kann. Außer ein goldener Krieger vom Stamm der Mainstream-YouTuber. Man nannte ihn Pixel Perfection. Moin Leute und ja, ich möchte einfach mit dem Projekt ein bisschen an die alten Zeiten erinnern, also an diejenigen, die früher auch gerne ungespielt geguckt haben und halt so diese Endergames-Serie gefeiert haben und deswegen auch auf den Spielmodus aufmerksam geworden sind. Ein bisschen daran zurückerinnern, wie es damals war, als man MC gezockt hat und wie schon mal in einem Video erwähnt, dieses Texture-Pack hier wirklich ein Must-Have war. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch sich noch daran erinnern, aber ich erinnere mich noch ziemlich, ziemlich gut und weiß noch so, wie ich das gefeiert habe und keine Ahnung. Da habt ihr ein Video von ihm gesehen, mega, mega heftig und ich würde sagen, wir kommen auch schon zum Top-Designer. Der Top-Designer der Woche ist Arctic Designs. Ich habe ihn ja schon mal einfach hält ins Spielmodus genommen, aber ich wollte ihn einfach jetzt nochmal nehmen. Macht bei ihm mal irgendwie, keine Ahnung, 350 Abos voll, er hat es mega verdient, also er hat auf jeden Fall mehr Abos verdient, das kann ich jetzt mal so sagen. Und jetzt blende ich auch mal was von ihm hier ein, von Arctic und einfach mega, mega krass und er hat mir auch mein Banner so gemacht, weil viele Leute gefragt hatten. Jetzt würde ich auch sagen, kommen wir schon zum Top-Intro-Designer. Der Top-Intro-Designer ist, hey Mage, ich hoffe, man spricht den Namen so richtig aus, ich befürchte es nicht. Sein Banner ist für, 40 Abonnenten echt richtig, richtig heftig, wie auch seine, Thumbnails und alles ist einfach echt richtig gut dafür, seine Intros generell, dass er einfach erst 40 Abonnenten hat. Und jetzt würde ich sagen, blende ich euch auch nochmal was von ihm ein. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Please don't go. Und ich würde sagen, das war's vom, der 5. Folge Top YouTuber. Bewerbt euch wieder fleißig. Wäre schön, wenn diesmal mal per Motion seiner bewerben würden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.